Warum transferieren wir Gebäude in das Museum und bauen sie nicht einfach nach? Weil wenn man jetzt dieses Quellehaus anguckt, dann hat es natürlich keinen hohen baulichen Wert mehr. Das ist jetzt alt und müsste normalerweise tüchtig renoviert werden. Wir bauen die Gebäude aber nicht nach, weil wir mit den Bestandsgebäuden die Geschichte der Menschen auch mit ins Museum holen. Und das ist das, was wir zeigen wollen. Wie wir es machen, diese Transferierung, wir haben Glück, das ist jetzt kein Stein-auf-Stein-Gebäude, sondern eine Stahlrahmenkonstruktion. Das ist ja ein Fertighaus. Und dieses Gebäude ruht auch heute schon auf Querträgern, 17 Querträger unten, die auf dem Keller aufliegen. Und dort hat die Transferierungsfirma jetzt zwei Längsträger untergeschoben, fest mit den Querträgern verschraubt. Und diese Längsträger stehen ein bisschen über das Gebäude hinaus und daran sind am Ende Ösen verschraubt und verschweißt. Und an diesen Ösen wird nachher der Kran seine Ketten anbringen und das Gebäude an diesen vier Ecken anheben und auf den Tieflader setzen. Mit dem Projekt Die Königsberger Straße holt das Freilichtmuseum am Kiekeberg die junge Bundesrepublik in das Freilichtmuseum am Kiekeberg. Anhand von historischen Originalgebäuden zeigen wir ganz authentisch Leben und Alltag in den Nachkriegsjahrzehnten. Und hier im Quelle-Fertighaus von 1966 zeigen wir das Leben einer jungen, fünfköpfigen Familie zu Beginn der 1970er Jahre.